Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Ich begrüße Sie aus der WWK Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Was können wir vom BVB heute erwarten, Buschi? Das Ziel UEFA Champions League gerät so langsam aus den Augen. Sie müssen aufpassen. Also da muss jetzt ein Aufwärtstrend her. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Und so tritt der BVB heute also an. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Julian Brandt steht zusammen mit Axel Witzel im Zentrum. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei! Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Fängt diesen Ball ab. Rani Khedira. Ah, das hätte gefährlich werden können. Witzel. Dortmund über außen. Das macht er gut. Da ist die Hereingabe. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Naja, der ist im Abschluss immer wieder überragend. Da muss die Abwehr schon aufpassen. Lichtsteiner. Klasse Pass. Gute Aktion. Das könnte die Gelegenheit geben. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Niederlechner. Oh, da macht er diesen Fehler wieder gut. Es war wichtig, dass sie sich da nicht das Tor fangen. War eine haarsträubende Szene. Erstmal geklärt. Dortmund über außen. Jetzt eine gute Flanke. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Friedrich Jensen. Guter Pass jetzt. Sieht gefährlich aus. Hummels passt auf. Ball ist raus. Die Gastgeber lassen den Gegner gerne kommen. Die lauern auf ihre Chance. Ne? Und dann kommen die Konter. Dann setzen sie diese Nadelstiche, die berühmt-berüchtigten. Dann sind sie wie aus dem Nichts plötzlich blitzschnell da. Und das soll auch heute wieder so sein. Jetzt vielleicht. Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Friedrich Jensen. Da gibt er zurecht. Freistoß. Da kommt er raus und hält den Ball. Weyer. Super gemacht, gute Verteidigung. Jadon Sancho, schöne Aktion. Marco Reus. Zieht einfach mal ab. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich.
Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Guerrero mit der Ecke. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Kommt jetzt die Flanke. Da passt er auf. Ball geklärt. Ah, da wäre jetzt Platz. Den wollte er ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Lichtsteiner. Jadon Sancho. Witzel. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Macht er gut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Ja, könnte was werden. Gute Parade. Brandt. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Auf außen ist Platz. Jetzt eine gute Flanke. Der Ball kommt. Und damit ist der Ball weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Frederik Jensen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Dortmund verliert den Ball. Gefährlich! Kann er was draus machen? Den Ball kann Hummels blocken. Die bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Die Ecke kommt. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Witzel. Dortmund über außen. Die Chance auf den Konter. Der Angriff könnte was werden. Er läuft ganz allein aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Will jetzt die Initiative ergreifen. Geht weite Wege. Null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Marco Reus. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Reus. Jadon Sancho. Er passt ihn auf den Flügel. Das macht er gut. Jadon Sancho. Axel Witzel. Was
für eine enge Kiste. Sie verlieren den Ball. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich... Oh, es zieht ab! Ausgeglichenes Bild beim Ballbesitz. Ich muss schon sagen, es ist bisher ein 0:0 der unterhaltsameren Art. Das Spiel macht Spaß, es fehlen die Tore. Ach, die kommen auch noch. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Florian Niederlechner. Er hat den Ball, gutes Tackling. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Jetzt Marco Reus. Julian Brandt. Da kann er ihn stoppen. Frederik Jensen. Da kommt der Pass. Florian Niederlechner. Da ist die Flanke. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als, Wolf, fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Der FC Augsburg wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Sie sind jetzt also in Führung, 1:0. Guter Vorstoß jetzt. Witzel. Brandt. Marco Reus. Khedira. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den Zweikampf führt er sehr gut. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Witzel. Dortmund über außen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich, er vergibt die Chance. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Dortmund mit dem Einwurf. Guerrero. Nun Götze. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Oh, in der Mitte völlig frei. Der BVB macht den Treffer. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Jetzt vielleicht die Flanke.
bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Bürki hält, Ball noch im Spiel. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und jetzt ein Schuss. Mit dem Ball hat er gar keinen. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Auf außen ist Platz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Max. Super dazwischen gegangen. Reus. Götze. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Hereingabe. Was für eine Parade. Es hätte die Führung sein können und sind wir ehrlich, es hätte die Führung sein müssen. Ecke kommt von Guerrero. Gut reagiert vom Torhüter. Marek Suchi. Khedira. Kann er was draus machen? Guter Vorstoß jetzt. Was macht er draus? Delaney. Reus. Nun Götze. Götze, gefährlicher Pass. Rafael Guerrero. Stark gemacht, das könnte was werden. Im 1 gegen 1 ist er unheimlich stark. Also das haben wir hier wieder gesehen. Lässt sich nicht überwinden. Wäre die späte Führung gewesen in der Partie. Aber er macht das zunichte. Jetzt der Eckball. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Klasse Tackling. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Bayer. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Mats Hummels klärt. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Borussia Dortmund greift nochmal an. Vielleicht gelingt ihnen ja doch noch der Siegtreffer. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Delaney. Steilpass kommt von Reus. Guerrero. Rafael Guerrero! Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Und Reus. Und Tor! Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. Schauen wir doch mal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. So ist das, wenn Mut belohnt wird. Tolle Offensivleistung, Buschi. Ja, sie haben auch einfach die Spieler dafür. Trotzdem Kompliment, dass sie immer weiter gemacht haben, immer weiter attackiert haben. Wie fandst du Mario Götze heute? Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.
Da kommt der Pass.